So, wir befinden uns hier in dem weltbekannten Jugendstilviertel in Riga. Weltbekannt deshalb, weil der Jugendstil von Lettland aus seinen Zug um die Welt antrat oder zumindest durch Europa und in ganz Wesentlichem hier entwickelt und geprägt wurde. Dieses Gebäude, was wir jetzt hier sehen, auch hier auf der rechten Seite, da hinten, ist konzipiert worden von Eisenstein. Das war der Bruder des ganz bekannten Regisseurs Eisenstein. Wenn wir jetzt mal ein bisschen dichter dran gehen. Ich hatte eben schon den Film halb fertig und da ist mir leider eine Touristengruppe ins Bild gelaufen. Das Gebäude zum Beispiel. Also da ist, da wo die Fahnen hängen, ist eine juristische Fakultät. Ich meine, dass es eine private Universität ist. Kann aber auch sein, dass die zur lettischen Universität gehört. Man sieht, hier ist alles kameraüberwacht. Leider ist die Straße hier selbst um diese Uhrzeit sehr stark befahren. Ich kann es leider nicht ändern, da ich die Straße nicht offiziell sperren kann als Privatmensch. So, und dieses Gebäude, wo ich jetzt auch gleich herumgehe, hier links sieht man noch einmal das Museum. Mit seinem Türmchen. Das Jugendstilmuseum in Riga ist sehr sehenswert, sehr schön. Und in diesem Gebäude befand sich früher entweder der KGB oder das Militär oder beides. Jedenfalls haben manche Touristengruppen hier angefangen zu fotografieren und zu filmen in der Sowjetzeit. Aber mehr zu fotografieren, weil damals gab es ja nicht diese Technik wie heute. Und wurden dann ziemlich schnell verhaftet, weil das strengstens verboten war. So, und das ist jetzt hier die ganz berühmte Alberta-Straße, wo sich die schönsten, ich bitte das Verwackeln entschuldigen, aber die Gehwege sind hier absolut uneben und man kann sehr leicht hier stolpern oder hinfallen. Hier nochmal ein Blick auf das sehenswerte und lohnenswerte Jugendstilmuseum. Ja, also dieses Haus, da sind wir eindringlich vorgewarnt worden damals in der Sowjetzeit. Durfte nicht gefotografiert werden. Das war dieses Gebäude hier, genau dieser Abschnitt hier. Ja, jetzt sind hier anscheinend verschiedene Botschaften drin.
Auch hier haben wir eine schöne Fassade. Hier haben wir auch noch mal ein ganz besonders schönes Haus.
Und wer sich wundert, warum die Leute hier so viel Geländewagen fahren, der muss mal über Land fahren, dann versteht er das warum. Sie sind zwar dabei, die Straßen über Land zu asphaltieren, aber außer den Autobahnen, die zum Beispiel nach Estland oder Litauen führen, sind die meisten Straßen über Land Schotterpisten, unasphaltiert, mit riesigen Schlaglöchern. Also ich habe das selbst erlebt, dass ich mit Freunden im normalen Wagen unterwegs war und wir sind liegen geblieben, weil der Wagen aufgesetzt hat. Gott sei Dank haben uns dann Leute abgeholt. Dieses eines der sehr bekannten Häuser, das man viel in Büchern und auf Karten findet. Riga ist auch im Vergleich zu deutschen Großstädten, das muss man leider so sagen, oder zum Glück, sehr sicher. Da kann sich jeder denken, woran das liegen kann. Noch einmal zum Abschluss dieses Dreiergestirn. Hier auch noch die alten Lampen. Ja, also wie ich schon sagte, jetzt kurz vor Abschluss dieses Films, dieses eine oder die bekannteste Jugendstilstraße in Riga, nicht eine, sondern die. Und an dieser Stelle, mit diesem Haus, werde ich den Film beenden.